Ja, an diesem Morgen soll es gehen um Achtsamkeitsmeditation, Körper, Atem, gegen Ende vielleicht schon ein bisschen innere Zustände, innere Geisteszustände. Und dazu etwas zur Bemühung oder der Art und Weise, wie wir uns engagieren oder einbringen in die Praxis. Bemühung, aber auch Nichtbemühung, denn man kann sich auch ungeschickt bemühen, zu viel bemühen. Und im Zusammenhang mit Achtsamkeit würde ich da gerne auch eine kleine Parallele ziehen zu der oft getroffenen Aussage, dass man sich bei der Achtsamkeitsmeditation vor allem auch in einem Nicht-Bewerten von allem, was so auftaucht, übt. Und das ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Also auch da müssen wir schauen, dass wir auf der einen Seite uns etwas bemühen und wissen, was wir eigentlich üben und auch präsent sind dabei und dann aber auch, wenn wir einmal in der Praxis sind, dann auch das nicht so sehr bemühen und insofern dann auch das Nicht-Bewerten von allem, was auftaucht, praktizieren. So, dann fangen wir auch gleich an. Wir nehmen unsere Meditationshaltung an und bei Achtsamkeitspraxis würde ich immer erst empfehlen, dass wir auf eine sehr natürliche Weise mal nachschauen, wie wir uns noch bevor wir üben gerade befinden, wie der Körper gerade da ist, wie die Stimmung ist, wie die Empfindungen sind. Also lasst uns auf eine recht natürliche Weise in die Meditationshaltung und Praxis hineinfinden. Wenn jetzt die Klangschale ertönt, ist erstmal ein Moment Stille, um nachzuschauen, wie es uns geht, bevor wir üben. Einfach erstmal ankommen und bemerken, in welchem Zustand wir sind, was uns der Körper mitteilt oder was uns die Empfindungen gerade signalisieren, sodass wir auf eine sehr natürliche, nicht künstliche Weise unsere Praxis anfangen. Da gibt es tatsächlich erstmal keine Bemühung, sondern nur ein Nachschauen, ein Bemerken. Und genau dieser Zustand, den wir jetzt bemerken, von Körper, Atmung, Gemüt, Geist, der ist es, mit dem wir nun unsere Achtsamkeitsmeditation ausführen. Um diesen geht's. Vielleicht sind wir jetzt am Morgen noch relativ ruhig und unbelastet, aber würden wir zum Beispiel Achtsamkeit üben, wenn wir gerade viel getan haben, viel erlebt haben oder auch schon gestresst oder erschöpft sind, dann wäre es wichtig, das auch erstmal zu bemerken, wie es ist, sodass wir wirklich mit dem Zustand, mit den Körpersituationen oder auch ja, inneren Zuständen üben, die gerade da sind. Wir nicht eine Art Fantasiemeditation ausführen, sondern die Achtsamkeit sich wirklich auf das bezieht, was wir gerade erleben und wie wir es erleben. Wie es auch immer sein mag, erfreulich, unerfreulich, schwierig, angenehm,
leidvoll oder auch leicht und unbeschwert, wie es auch immer sein mag. Und dann nehmen wir uns vor, eine Achtsamkeitsmeditation zu entwickeln. Das bedeutet einmal für eine gewisse Zeit die volle Fähigkeit zur Präsenz, Geistesgegenwart, dem eigenen Erleben zunächst zuzuwenden. Wir könnten noch Achtsamkeit auf anderes und andere üben, aber wir beginnen bei dem eigenen. Einmal ganz bei dem sein, was wirklich da ist, was wir wirklich direkt und unmittelbar spüren, erleben, betrachten können mit den Sinnen und auch mit unserem inneren achtsamen Geist. Fangen wir bei dem Körper an. Bemerken jetzt deutlicher noch, wenn es möglich ist, wie der Körper hier zugegen ist, wie er sitzt. Bringen ihn in eine achtsame Körperhaltung. Hier hören wir immer von drei Merkmalen der Körperhaltung: nach unten hin geerdet, verankert oben hin aufgerichtet, mit etwas Energie wachsend, den Oberkörper vom Becken heraus bis hinauf zum Scheitel des Kopfes, auch haltend. Und dann auch entspannen, lockern, was wir nicht benötigen an Anspannung und auch Bemühungen, den Körper aufrecht zu halten. Insofern ist auch die Entspannung keine Anstrengung, aber doch eine kleine Bemühung, die es braucht, sie nicht zu vergessen. Sonst sitzen wir ein bisschen wie gefesselt oder geknebelt da. Das ist so ein Sinn von Leichtigkeit auch entsteht im Sitzen. Und allein durch die Einrichtung der Körperhaltung entsteht auch Achtsamkeit auf den Körper. Achtsamkeit ist wie so eine Art Licht oder Wind, der sich im ganzen Körper verbreitet. Man kann vom Licht der Achtsamkeit sprechen. Wenn wir die yogischen Vorstellungen von Prana, von subtilen Winden nutzen, Lungen auf Tibetisch, kann man sich vorstellen, dass sich der ganze Körper mit Winden der Achtsamkeit füllt. Als würde der Geist den ganzen Körper wirklich bewohnen. Das heißt auch Füße spüren, Gliedmaßen, alle Körperbereiche bis hinauf zum Kopf in die Achtsamkeit einbeziehen. Erstmal in Bezug nur darauf, dass der Körper da ist, den Körper als Körper sehen, das Körperliche als Körperliche,
Und dann die Körperempfindungen auch dazu nehmen. Zu spüren und wissen, wie sich welche Region im Körper gerade wie anfühlt. Da wird auch eine gewisse Vielschichtigkeit oder Vielstimmigkeit der Empfindungen sein. Nicht kalte Füße, warme Hände oder umgekehrt. Noch viele andere Körperempfindungen, die gleichzeitig da sind. Schmerzhafte Regionen und welche, die gerade gar nicht wehtun. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, die das alles einbezieht und spürt und weiß. Und im Ausdruck Vipassana steckt auch Sehen, die das alles sieht, was alles da ist. Jetzt wird quasi durch die Übung, und das ist die Bemühung, die Achtsamkeit größer als das, was sie wahrnimmt. Sie überlässt den Körper nicht sich selbst, sondern sie füllt ihn mit Achtsamkeit. Nehmen wir noch die Atmung dazu in der ersten Hälfte unserer Meditationssitzung. Atmung im Körper bemerken. Wie sie sich zeigt, wie sie sich ereignet, wo sie spürbar ist. Und dann verweilen wir eine Zeit in Stille, in der bewussten Vergegenwärtigung von Körper, Körperempfindungen und Atmung. Und wenn wir dann in dieser Präsenz mit allem, was da ist, sind, dann dürfen wir die Bemühung, der wir begonnen haben, nachlassen, zu kultivieren, dann überlassen wir diesen Zustand sich selbst und verweilen in der Präsenz damit. Was auch immer dann auftaucht, wird auch ein Kommen und Gehen sein oder Veränderungen werden bemerkt. Angenehmes und Unangenehmes wechseln sich ab oder fallen auf. Das lassen wir dann so, wie es ist. Da bemühen wir uns dann nicht mehr so sehr und bewerten das auch nicht, was auftaucht. So, jetzt ein paar Minuten in Stille.
Kleine Anmerkung. Falls ich während dieser stillen Sitzphase dann doch vermehrt Tagträume, Gedankengänge und so weiter in uns ergeben haben, dann hat die Achtsamkeit auf Körper und Atmung etwas nachgelassen. Wir sind mehr so im mentalen Bereich gelandet. Der Geist beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist eigentlich ein bisschen anstrengend, wenn wir genau hinschauen. Wir können es uns einfacher machen, indem wir wieder zum Körper und zur Atmung zurückkehren. Dann wird es wieder leichter. Eine kleine Bemühung liegt darin, zurückzukehren zu Körper und Atmung. Und dann wird es wieder leichter. Dann brauchen wir wieder weniger Bemühungen, denn das Denken und Träumen ist anstrengender, als einfach beim Körper und beim Atem zu sein. Ja, kleine Pause, kleine Unterbrechung. Bewegungen sind jetzt, naja, erlaubt sowieso, aber auch vielleicht sinnvoll, um die Steife, die vielleicht doch aufgetreten ist, wieder zu lockern. Kann immer sein, dass
auch wenn wir sehr entspannt versuchen, im Körper zu sein, sehr präsent und sehr bewusst, dass doch eine gewisse Versteifung oder Verhärtung vielleicht von Muskeln und Sehnen sich ereignet. Es müsste nicht sein, aber es passiert doch meistens. Und dann braucht es immer doch lockernde Bewegungen zwischendurch oder die Praxis der Gehmeditation, des Aufstehens und des Umherwanderns, Wandelns im Raum oder im Garten oder wo auch immer. Dann setzen wir uns wieder hin. Dazu kommen wir jetzt nicht, aber das wäre natürlich auch für die private Praxis eine Möglichkeit, Gehmeditation zu üben zwischen den Sitzungen. Und in der zweiten Hälfte unserer Morgenmeditation kommen wir jetzt etwas mehr zur Achtsamkeit auf die Gemütszustände, also was wir gerade in uns haben. Und am Ende würde ich sogar dann mal vorschlagen, dass wir die Achtsamkeit auf andere und anderes ausrichten, als Vorbereitung für den Tag, der vor uns liegt. Die Begegnungen, die wir haben werden. Finden wir also zurück in die geeignete Körperhaltung, immer noch mit viel Präsenz und Bewusstheit. Auch jeder Atemzug ist uns ganz bewusst. Körper und Atmung helfen uns also in die Präsenz hineinzufinden und überhaupt eine Haltung von Achtsamkeit aufzubauen. Achtsamkeit, das wissen wir, ist hier mehr als der deutsche umgangssprachliche Begriff von Aufpassen und nichts falsch machen. Es bedeutet präsent sein. Bewusstheit in das hineinzubringen, was da ist, und diese auch zu erleben, sich in ihr aufzuhalten. Vielleicht braucht es als kleine Bemühung auch immer wieder eine Vergegenwärtigung des Sinns der Praxis. Eben Achtsamkeit, um Gewohnheitsmustern entgegenzuwirken, Fremdbestimmung, sodass wir wirklich dem im Einklang sein können, was wir selber gerade erleben, in Bezug auf das eigene, aber auch in Bezug auf andere und anderes. Die eigene Erlebensfähigkeit zu stärken, ist die Praxis der Achtsamkeit. Ja, und da ist all das, was sich in uns ereignet, in unserem Gemüt, in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen. Auch das wäre vielleicht mal zu unterscheiden, was eigentlich was genau ist. Träumen wir gerade, denken wir nach, haben wir eine bestimmte Emotion, Ängste, vielleicht Sorgen. Und hängen die zusammen mit irgendwelchen Körperempfindungen, die dazu auftreten? Das könnten wir auch bemerken. Zusammenhang von Geisteszuständen, geistigen Bewegungen und Körperempfindungen.
Zuständen, Körperempfindungen. Man kann sich versuchen, auf alles auf einmal auszurichten und diese ganze Fülle oder Vielfalt zu bemerken oder auch auf einzelne Aspekte des inneren Erlebens. Und vergessen wir nicht, Achtsamkeit ist auch freundlich, sie ist wohlwollend, sie ist nicht kritisch und ablehnend. Da könnte man den Begriff Bemühung auch falsch verstehen, dass man jetzt hier versucht, alles richtig zu machen oder keine Fehler zu machen. Wir wenden etwas Energie auf, es ist eine Praxis, wir üben. Aber dann lassen wir auch zu und lassen sein, was auftaucht. Und verweilen ruhig in dem Wissen von dem, was von Moment zu Moment in uns geschieht. Da entspannt sich dann das Bemühen. In ein wohlwollendes, freundliches Gewahrsein in Bezug auf alles, was da so kommt und geht. Ja, verweilen wir wieder einige Minuten ohne weitere Anleitung in Stille. Wir können uns immer wieder zurückbesinnen auf Körper und Atmung als Basis, während wir das Bewusstsein, also selbst betrachten oder den Geist selbst betrachten und auch die Dinge bemerken, die in uns innerlich auftauchen und sich verändern und vielleicht auch wieder auflösen.
Und während unsere Meditationszeit sich so allmählich dem Ende nähert, könnten wir unsere Praxis der Achtsamkeit nun ausdehnen über uns selbst oder das eigene Erleben hinaus in Bezug auf Äußeres, anderes, andere, indem wir die Sinnestore ja, offen halten. Sie sind vermutlich offen oder können auch die offenen Augen dazu nehmen, wenn wir mögen. Es geht auch über die Ohren oder einfach den Geistsinn weiten und öffnen und uns bewusst werden, da ist ja auch der Raum, in dem wir sitzen, die ganzen Dinge, die Umgebung. Da gibt es Geräusche oder eben visuelle Eindrücke oder etwas zu riechen, zu spüren. Vielleicht sind wir jetzt noch allein in unserem Zimmer. Nachher werden wir vielleicht Menschen begegnen oder Haustieren oder je nachdem, wie wir leben. Vielleicht haben wir auch Kontakt zu Tieren auf dem Land oder Insekten, Vögel. Und wir beziehen alles, was da auftaucht in unserer Wahrnehmung ein, in die Achtsamkeit, in eine freundliche, wohlwollende, interessierte Achtsamkeit. Und das ist genauso da wie die Dinge, die zu uns selber gehören. Und wir können es übersehen, missachten oder eben mit Achtsamkeit berühren. Mögen alle Wesen glücklich sein und die Ursache des Glücks finden. Mögen sie frei sein von Leiden und allen Ursachen des Leids. Mögen sie wirkliche Freude erfahren, die frei von Leiden ist. Und in großer Ausgeglichenheit und Gleichmut verweilen, ohne anhaften und ablehnen, so stark zu entfalten. Möge es so sein.